Was wir nicht verstehen. Woher kommt der abstruse Glaube an die Regierung und Pharmaindustrie in der Corona-Krise? Erinnern wir uns zurück. Vor der Krise herrschte allgemeiner gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Regierungen uns belügen und die Pharmaindustrie Profitstreben vor Gesundheitsschutz stellt. Die Medien haben uns in unserem Glauben bestätigt. Wir haben Dokumentationen gesehen, beispielsweise den kanadischen Dokumentarfilm mit dem aussagekräftigen Titel »Jede Regierung lügt«. Ich finde Leute amüsant, die behaupten, die Regierung lüge nie. Wirklich? Kennen Sie Menschen, die nie lügen? Erst recht, wenn es dabei um ihren Arsch geht und um ihren Job. Und umso mehr, wenn sie dabei in der Öffentlichkeit stehen müssen. Natürlich lügen sie, natürlich. Wir kennen Dokumentationen wie Big Pharma, die Allmacht der Konzerne, Forschung, Fake und faule Tricks oder Profiteure der Angst. Sogar Politiker haben uns über die Pharmaindustrie aufgeklärt. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Der Dokumentarfilm Forschung, Fake und faule Tricks zeigt sehr anschaulich, wie die Wissenschaft von Pharmaindustrie und Regierungen korrumpiert, benutzt oder übertölpelt wird, um übergeordnete wirtschaftliche oder politische Interessen durchzusetzen. Der Heidelberger Aufruf ist eine Botschaft der Wissenschaftselite an die führenden Politiker der Welt und beginnt mit einem schwammigen Bekenntnis zur Ökologie. Wir möchten unseren Beitrag zur Erhaltung der Erde uneingeschränkt leisten. Wir beobachten dennoch mit Besorgnis, wie an der Schwelle zum 21. Jahrhundert eine irrationale Ideologie aufkommt, die dem wissenschaftlichen und industriellen Fortschritt entgegenwirkt und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung hemmt. Warum Heidelberg? Zwei Monate vor dem Gipfel in Rio sind hier bei einem Symposium besorgte Wissenschaftler zusammengekommen. Für sie ist der Druck auf die Industrie das Werk irrationaler Umweltschützer. Es gilt, die wissenschaftliche Vernunft gegen diese Fanatiker zu verteidigen. In dieser Atmosphäre verabschieden die Teilnehmer das Papier und die Organisatoren schicken es an die Universitäten und Labore, um weitere Unterschriften zu sammeln. So gelangt es auch an das Max-Planck-Institut in Göttingen, in die Hände von Erwin Neher. Gerade mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet, zählt er zu den weltweit bedeutendsten Wissenschaftlern. Alles hat mit einem Brief angefangen von einer Person, die sich als The Heidelberger Appeal Coordinator bezeichnet. In dem Brief war ich aufgefordert, den Appell zu unterschreiben. Unterzeichnen oder nicht? Ein Nobelpreisträger hätte eine gewichtige Stimme. Professor Neher unterschreibt. Was folgt, übertrifft sämtliche Erwartungen der Organisatoren. Tausende Unterschriften kommen von überall auf der Welt. Wissenschaftler, Intellektuelle, Geistesgrößen, darunter zahlreiche Nobelpreisträger. Sie alle unterstützen den Heidelberger Aufruf. Sieg über Rio. Aber ein Sieg für wen? Es war ein Triumph für den Auftraggeber des Aufrufs. Heute wissen wir, wer das war: die Asbestindustrie. Asbest ist eine Mineralfaser, ein Dämmmaterial. Diese Industrie steckte also dahinter. Warum Asbest? Umweltforscher warnen damals vor den Gefahren der Wunderfaser. Die Industrie will, dass missliebige Studien zu dem Thema disqualifiziert werden. Und darin besteht der Kunstgriff des Aufrufs. Wenn man den Text so liest, wie er da steht, dann ist er eben eine Unterstützung der Ziele von Rio, nicht wahr? Und richtet sich gegen Pseudowissenschaft. Das ist etwas, was sehr viele Wissenschaftler unterschreiben kann. Da sehe ich kein Problem. Eine der Stärken des Papiers war der unterschwellige Vorwurf an eine ganze Reihe von Disziplinen. Sie würden irrational agieren.
Damals waren die Umweltwissenschaften gerade erst entstanden und viele Gelehrte sagten, das ist doch keine echte Wissenschaft, keine Laborwissenschaft. Ces jeunes gens sont des phytoécologistes, autrement dit des scientifiques qui étudient les associations de plantes dans un milieu donné. C'était vu Sie galten als Linke, Ökos, Hippies. Das trug natürlich wenig zum Ansehen dieser neuen Disziplin bei. Aus Sicht der Heidelberger Unterzeichner sehen Umweltwissenschaften so aus. Es schien, als ob hier die Wissenschaft verteidigt werden muss gegen Wissenschaftsfeinde. Eigentlich wollte Professor Neher ein Plädoyer für wissenschaftliche Vernunft unterzeichnen. Dabei hat er unwissentlich der Industrie in die Hände gespielt. Natürlich fühlt man sich betrogen, wenn man im Nachhinein feststellt, dass manipuliert wurde. Das ist Betrug, ist klar. In der Corona-Krise kennen wir ebenfalls Beispiele für nicht wissenschaftliche, sondern politische Stellungnahmen, um der Regierung die Durchsetzung harter, aber größtenteils nicht wissenschaftlicher Maßnahmen zu ermöglichen. Am 8. Dezember 2020 veröffentlichte die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, eine Ad-hoc-Stellungnahme, in der zu einem harten Lockdown zur Eindämmung des Infektionsgeschehens aufgerufen wurde. Ein Brandartikel in der Zeitung Die Welt sprach vom Leopoldina-Desaster. Dieses Papier genüge selbst einfachsten wissenschaftlichen Standards nicht. Professor Dr. Michael Esfeld, Wissenschaftsphilosoph an der Universität von Lausanne und selbst Mitglied der Leopoldina, hat den Präsidenten der Leopoldina, Herrn Professor Haug, deshalb mit Protestnote vom 8. Dezember 2020 aufgefordert, die Stellungnahme der Leopoldina zurückzuziehen. Der Missbrauch besteht darin, dass man hergeht und sagt, die Wissenschaft würde bestimmte politische Handlungsanweisungen legitimieren, wie eben bekannte Lockdowns oder sowas. Wenn man jetzt ein bisschen näher an die Sache herangeht, sieht man ja auch, dass die Handlungsanweisungen vollkommen unsinnig sind, also gerade nicht zum Gesundheitsschutz führen, sondern kontraproduktiv sind. Also es ist grundsätzlich falsch, was da geschieht, weil der Unterschied zwischen Fakten und Normen nicht respektiert wird. Und es ist sachlich falsch, weil es einfach der Faktenlage nicht gerecht wird. Und deshalb habe ich gesagt, und dazu stehe ich, das ist politischer Aktivismus und in manchen Fällen sogar politische Propaganda. Also es hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Professor Thomas Aigner von der Universität Tübingen hat ebenfalls eine offizielle Protestnote als offenen Brief an den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Herrn Professor Dr. Rainer Anderl, und eben genannten Herrn Professor Haug verfasst. Zugleich ist Professor Aigner als Konsequenz aus der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, ausgetreten. Zitat: Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ein Teil dieser Art von Wissenschaft zu sein. Ich möchte einer Wissenschaft dienen, die einer faktenbasierten Aufrichtigkeit, einer ausgewogenen Transparenz und einer umfassenden Menschlichkeit verpflichtet ist. Zitat Ende. Der offene Brief kann ebenfalls bei uns heruntergeladen werden. Gemeinsam mit den Präsidenten der anderen Forschungsgemeinschaften der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft veröffentlichte die Leopoldina bereits am 27. Oktober 2020 eine Erklärung, die ebenfalls einfachste wissenschaftliche Standards vermissen lässt. Wie in dem Schriftstück selber zugegeben wird, basieren die Aussagen im Wesentlichen auf Modellrechnungen. Modellrechnungen haben bereits während der ersten Welle Horrorszenarien an die Wand gemalt, die so definitiv nie eingetroffen sind. Die beobachtete Zahl der Fälle wird in dem Papier durch eine einfache Exponentialfunktion beschrieben. Unbegrenztes exponentielles Wachstum gibt es in der Natur tatsächlich nicht. Weiter werden in der Erklärung auch alle positiv getesteten Fälle als Neuinfektionen bezeichnet, was wissenschaftlich absolut unseriös ist, wie bisher mehrfach belegt wurde. Einige der Unterzeichner entstammen zudem völlig fachfremden Fakultäten. Damit handelt es sich ebenfalls definitiv um eine politisch motivierte, nicht aber um eine wissenschaftlich faktenbasierte Stellungnahme. Was veranlasst uns also, der Regierung und der Pharmaindustrie diesen unbeugsamen Glauben zu schenken? Wie oft ist diese Regierung auch in der Corona-Krise wortbrüchig geworden? An Grippe, die Grippewelle startet gerade, sterben in Deutschland bis zu 20.000 Patienten im Jahr. Und ich will jetzt nur mal darauf hinweisen, dass auch das eben ein Risiko ist, das wir jeden Tag haben. Der Verlauf hier, das Infektionsgeschehen, ist sogar deutlich milder, als wir es bei der Grippe sehen.
Die Frage ist natürlich immer auch die der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme. Und es war ja nicht abzusehen, dass es dort eine entsprechende Infektion gibt. Aber hätte man damit nicht rechnen müssen? Naja, mit der Begründung, Herr Zamperoni, müssten wir ja das ganze öffentliche Leben in Deutschland, Europa, auf der Welt beenden. Wir sehen, in Italien sehen wir das ja. In China ist es ja lahmgelegt. Droht uns sowas auch? Ja, wir sehen aber in Italien und in China, dass das am Ende eben auch das Infektionsgeschehen nicht beendet, wenn sie möglicherweise im ersten Moment vielleicht einen Ort unter Quarantäne stellen. Die Grenze zu schließen wäre nicht verhältnismäßig, denn es würde ja auch andersrum wieder für die Versorgung Probleme bringen. Ausreichend Arzneimittel kommen die Pflegekräfte, die über die Grenze nach Deutschland zum Beispiel zum Arbeiten jeden Tag pendeln, dann noch rein. Das hat viele Folgen. Und außerdem, das Virus ist mittlerweile in Deutschland. Grenze schließen hält es auch nicht mehr auf. Die Chinesen tragen ja alle Mundschutz, sehen wir jetzt in diesen Tagen. Sollen wir das auch tun? Sollen wir uns auch alle mit Mundschutz bewegen? Nein, das ist nicht notwendig nach der Einschätzung der Experten, zumal der Virus wohl auch in den unteren Atemwegen eben sich festsetzt und dadurch gar nicht so leicht einfach nur durch Atmen sozusagen übertragbar ist. Insofern ist das gleiche wie Fieber messen an den Flughäfen. Das ist ja auch eine Maßnahme, die diskutiert wurde. Und das sind in Teilen eher Aktionen um der Aktionen willen, die aber nicht wirklich einen Unterschied machen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Prinzipiell gilt, dass nur Menschen getestet werden, die Symptome zeigen. Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht normal passieren. Mittlerweile sei das Virus allerdings so gut erforscht, dass ein erneuter Lockdown wie im März vor allem im Einzelhandel wohl ausgeschlossen werden kann. So richtig es im März war, die Maßnahmen zu treffen, so sehr wissen wir heute, Anfang September, eben wie wir gut etwa im Einzelhandel, im Regelbetrieb damit umgehen können, vor allem wenn wir Masken tragen und Abstand halten, ohne dass es eben zu Einschränkungen kommen muss. Es gibt halt ein hohes Bedürfnis, und das verstehe ich auch, das habe ich persönlich im Zweifel auch, das alles auf eine Zahl oder einen Parameter zu reduzieren. Das ist aber zu komplex und dem möchte ich einfach entgegentreten, eben mit dem Hinweis, dass wir das jeden Tag auch darstellen und einordnen in dieser Breite und in diesen Abhängigkeiten, Gesundheitswesen, Intensivkapazität, Sterbefälle, Hospitalisierung. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten. Nach dem Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus sprechen sich führende Politiker abermals gegen Sonderrechte für Geimpfte aus. Zuvor sprach sich schon Bundesinnenminister Horst Seehofer gegen Privilegien für Geimpfte aus. Diese kämen einer Impfpflicht gleich. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach verweist darauf, dass nicht auszuschließen sei, dass Geimpfte andere Menschen noch mit dem Coronavirus anstecken könnten. Und weil Spahn und seine Kollegen fest versprochen haben, dass es keine Sonderrechte für Geimpfte geben soll, müssen sie natürlich Wort halten. Deshalb schicken sie andere Hardliner in die Arena, die Sonderrechte für Geimpfte mit Nachdruck einfordern. Zum Beispiel Frau Lambrecht. Es gibt gewichtige Stimmen auch von Staatsrechtlern, die sagen, die warnen vor einer Unterscheidung in Geimpfte und Ungeimpfte und die sagen, Gleichheit vor dem Gesetz muss bestehen bleiben und die werfen ihnen vor, einen zentralen Grundsatz unseres Rechtsstaats zu missachten. Ein zentraler Grundsatz unseres Rechtsstaates ist gerade, dass mir Freiheit, dass mir Grundrechte zustehen und dass in die nur eingegriffen werden darf, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Und deswegen nochmal, wenn der wegfällt, dann hat der Staat auch keine Berechtigung mehr, in Grundrechte einzugreifen. Das ist das höchste Prinzip, das wir in diesem Land in einem Rechtsstaat haben. Aber das heißt ja, dass wir quasi die Geltung von Freiheitsrechten knüpfen, plötzlich an gesundheitliche Bedingungen. Das wäre ein Tabubruch in unserer Rechtsgeschichte. Das würde bedeuten, der Impfpass quasi als Passierschein und man muss sich legitimieren in Deutschland mit seiner Gesundheit. Glaubt ihr auch alle das, was Regierung und Medien euch über die Demonstranten erzählen? Dass die Demonstranten alle Rechts-, Reichsbürger oder Verschwörungstheoretiker sind?
Hat die Regierung uns eine Studie darüber vorgelegt? Wir haben eine Studie, die wir euch präsentieren können. Eine politisch-soziologische Untersuchung der Universität Basel über die Corona-Proteste ergab, die Demonstranten kommen aus der Mitte der Gesellschaft, sind eher älter und akademisch gebildet. Sie wählen vorwiegend Grün und Links und tragen berufliche Verantwortung. Im Übrigen hat die Regierung auch keine einzige Studie vorgelegt, welche die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen belegt. Wenn man 83 Millionen Menschen in den Dauer-Lockdown schickt, könnte man doch wohl ein wenig Transparenz erwarten. Oder? Fällt euch was auf? Wollt ihr euch wirklich weiter einen Bären nach dem anderen aufbinden lassen? Nochmal die Frage. Warum glaubt ihr Regierungen und Pharmaindustrie plötzlich jedes Wort? Glaubt ihr wirklich, es geht um Gesundheitsschutz? Es ist nachweisbar, dass an allen Ecken und Enden gelogen wird. Auch in der Pandemie. Also, warum glaubt ihr das alles? Warum? 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 Warum?